Wir haben hier so ein kleines Café, wir nennen das die Bunte Bude und wir verkaufen hier allerlei Spezialitäten. Also unsere Spezialitäten sind Pommes, ansonsten haben wir auch noch immer so ein bisschen Gebäck, also irgendwie Kuchen, Muffins. Jetzt verkaufen Getränke, so gemischte Tüten, Eis haben wir auf jeden Fall auch noch, sehr beliebt bei uns. Außerdem ist es ein Schülerprojekt, also es ist ein Projekt mit der Schule am Mainz-Reuter-Platz. Das heißt, immer wenn wir hier arbeiten, unterstützt uns immer ein Schüler oder eine Schülerin von der Schule am Mainz-Reuter-Platz. Wir sind wirklich tatkräftige Unterstützer und Unterstützerinnen, sodass wir halt immer hier eine gute Atmosphäre haben. Die Kids helfen uns, greifen uns ein bisschen unter die Arme, lernen so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Also in der Regel haben wir jeden Tag geöffnet, natürlich ist das wetterbedingt. Wenn es hier die ganze Zeit regnet und niemand da ist, machen wir natürlich nicht auf. Aber ansonsten täglich von ungefähr 15 Uhr, 15.30 Uhr bis Open End. Meistens ist es dann ungefähr so 19, 20 Uhr. Mehr darüber erfahrt ihr dann in der Story der Quartiersmeisterei und dann seid ihr immer up to date, ob wir offen haben und bis wann.